Hier ist Raffaellos Race. Perfekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liebe Freunde, heute melde ich mich aus dem wunderschönen Greta, direkt von der Küste. Alle Jahre wieder ist es ja soweit. Dieses Mal hat es mich nach Griechenland verschlagen, um meine Geburtstagsfeier zu feiern. Ich miete mir jedes Jahr eine Villa und dieses Mal direkt eben hier an der Küste über Almiri da. Das werden wir aber gleich sehen. Wir haben nämlich hier eine richtig, richtig geile Aussicht. Wir sind direkt auf dem Berg, haben quasi einen 360-Grad-Blick. Und hier ist das gute Stück. Das Anwesen kann man es eigentlich schon nennen. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das Ding, das hat 3 Stockwerke, 4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer und Indoor, also innen drin, sind um die 280 Quadratmeter, wo wir uns austoben können. Wir sind 3 Leute tatsächlich. Die Villa ist allerdings für 8 bis 10 Leute ausgelegt. Aber aus gegebenem Anlass habe ich jetzt eben beschlossen, im kleineren Kreis dieses Jahr zu feiern. Wir haben zum Beispiel einen riesigen Infinity Pool, der direkt an der Küste hängt und wir dann da irgendwie eine schöne Sonnenuntergänge und auch vor allem Aufgänge anschauen können. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt mal am Anfang an und zwar bei der Haustür. Let's go! Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. Wir haben jetzt schon die ersten coolen Sachen. Ihr werdet auch gleich sehen, wenn ihr mich kennt und wenn ihr vor allem meine Wohnung in Köln kennt, das hier ist so 100% mein Geschmack. Das ist nämlich ziemlich modern, aber trotzdem mit natürlichen Accessoires. Oder wie sagt man bei Accessoires? Ich glaube, das falsche Wort. Mit natürlichen Details ist das hier trotzdem noch ausgestattet. Das heißt, Natur und moderne Welt, die treffen hier zusammen. Zum Beispiel hier haben wir richtig schöne Steinböden mit Lichtakzenten. Das heißt, wenn man hier nachts hinkommt, dann ist das alles hier schön lichtdurchflutet, kommt auch sicher zur Türschwelle auf ein paar Gläser Wein zu viel getrunken haben. Ich bin zwar erst einen Tag da, aber ich glaube, die Zeit wird kommen, wo wir mal zu tief ins Glas blicken und dann ist es, glaube ich, vorteilhaft, wenn man die Stufen hier sieht. Hier drüben haben wir direkt den Parkplatz. Da werden übrigens morgens auch noch Quads geliefert. Die haben wir bestellt, weil die Straßen hier, die sind vergleichbar mit Achterbahn. Also es geht wirklich hoch und runter und vor allem es sind ganz, ganz viele Schlaglöcher hier. Und mit dem Auto, es fühlt sich an, als würde man irgendwie so einen wild gewordenen Esel reiten. Es geht die ganze Zeit mit den Quads macht das auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß, die Gegend hier zu erkunden. So viel zur Außenfassade. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum interessanten Teil und zwar nach drinnen. Wir sind jetzt 7 Nächte bzw. 7 Tage hier, also eine ganze Woche dürfen wir die griechische Sonne hier ausschöpfen. Wir haben noch ein paar Schlafzimmer da, also kommt gerne vorbei. Gebt alle dem Video einen Daumen nach oben. Dann lose ich einfach mal ein paar Zimmer hier aus. Nein, Quatsch, das spiegelt sich im ganzen Haus wieder. Das sind diese natürlichen Details, die hier mit eingebaut wurden. Also einfach mal so ein bisschen Baumstamm. Machen wir sich mal gerne. Kommt rein in die gute Stube. Ihr merkt schon, es heilt hier ein bisschen. Das liegt daran, dass die Einrichtung relativ minimalistisch ist. Also es steht hier nicht viel rum, hier sind auch keine Teppiche und so weiter. Trotzdem finde ich das richtig, richtig schön, weil zum Beispiel der Boden ist weißer Marmor. Ich finde, das matcht sich so krass gut mit dem dunklen Holz hier drin. Hier, kommt ruhig mal rein, haben wir eine Aluminiumtreppe in Schwarz. Die erinnert mich total an meine eigene Wohnung. Ich habe exakt denselben Baustoff, aber oben an der Wand. Ich habe da so Metallstreben. Wenn man diese Treppe hochgeht, es fühlt sich an, als würde man auf ein Autodach gehen, weil die einfach nur so dünn ist und die wälzt sich dann ein bisschen unter den Füßen weg. Hier haben wir grauen Stein. Das sind so die Farben, die am häufigsten hier vorkommen. Also wir haben Grau, Weiß, Schwarz und Goldakzente. Unsere erste Sitzecke, das ist eigentlich eine Sitzecke, die sieht einfach nur cool aus und die nutzt man nicht. Dann haben wir hier die Main Area. Bevor wir die hier euch jetzt näher zeigen, würde ich sagen, gehen wir aber erstmal zur offenen Küche. Und das finde ich richtig, richtig geil. Hier gibt es eigentlich keine Türen, sondern die untere Etage zumindest, die ist wie auf einem Guss. Dann kann man hier direkt durchgehen. Man kann vom Sofa aus hier zum Beispiel schauen, wie das Essen verbrennt. Gekocht haben wir hier noch nicht. Wir haben allerdings im Service hier sogar so einen Chefkoch, der hier vorbeikommt mit einem Assistent zusammen und uns bekochen kann. Allerdings, die sprechen hier nicht so gut Englisch und wir hatten schon eine peinliche Situation bei der Übergabe, wo man sich kaum verständigen konnte. Deswegen machen wir das lieber selber. Das Wichtigste ist natürlich auch am Start die Kaffeemaschine. Sandwichmaker, heute richtig heftig gegönnt. Hier ist schon ein kleiner Sneak Peek, also hier geht es nach draußen. Haben wir auch nochmal eine Essecke. Jetzt kommen wir zum Wohnzimmer und der Chill Area, nenne ich das jetzt mal. Hier sind, wie gerade schon gesagt, ein kleiner Tisch, der einfach nur optisch schön aussieht, aber nicht viel Sinn hat. Dann haben wir hier noch richtig coole, dezente Wandlichter. Abends sieht das echt Bombe aus. Hier haben wir unsere Goldakzente, also wir haben die Lampe hier, die innen drin auch nochmal mit Blattgold ausgestattet ist. Dann haben wir hier ein ganz, ganz großes Ecksofa, was wirklich super bequem ist. Also schaut mal, wie man da einsinkt. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht direkt in die Welt der Träume mit reinsinkt. Dann haben wir hier Netflix und Chill. Wobei, ich würde es jetzt eher bei Netflix halten, weil es ein Familienurlaub. Da haben wir hier einen großen 65 Zoll Fernseher, wo man entweder Netflix schauen kann oder Nintendo Switch spielen kann. Da haben wir gestern ein paar Runden Mario Kart gespielt, war richtig, richtig lustig. Auch
Plastikpflanzen. Also wie gesagt, das ist eigentlich wie exakt in meiner Wohnung. Wir haben eine richtig schöne Feuerstelle, die wir heute Abend, denke ich, das erste Mal einweihen werden. Also hier kann man abends dann nochmal mit schöner Musik entspannt ein paar Cocktails trinken. Jetzt gehen wir aber erstmal hier in der Area weiter und wandern rüber zum ersten Schlafzimmer. Ich ziehe mal die Sonnenbrille aus, dann seht ihr mir auch in die Augen und seht, wie glücklich ich gerade bin, weil dieses Haus ist wirklich Bombe, das ist richtig geil. Wir haben hier ein Schlafzimmer, was noch leer ist. Das heißt, es ist auch noch aufgeräumt, also kann ich euch gerne hier reinlassen. Wir haben hier wieder indirekte Lichter, also damit wird richtig viel gearbeitet, finde ich cool. Das ganze Motto von dem Haus ist übrigens Olivenbaum, deswegen ist auch so ein Olivenast hier abgebildet. Dann haben wir hier wieder diese graue Steinwand mit einem runden Spiegel drauf. Wir haben hier die härtesten Kissen, die ich je gehabt habe. Da kann man genauso einen guten Ziegelstein hier reinbetten. Dann haben wir hier direkten Zugang zum Pool. Das zeige ich euch jetzt nur ganz, ganz kurz, damit ich die Spannung nicht vorwegnehme. Kommen wir zum Badezimmer. Mega, mega geil. Das ist jetzt diesmal komplett in weißem Marmor. Also nicht nur der Boden, sondern auch die Wände. Alles dieser minimalistische, clean Look, den ich persönlich krass feiere. Auch wieder hier schwarze Akzente mit diesem Aluminium zum Handtuch aufhängen. Jetzt können wir einfach die andere Tür wieder rausnehmen. Also einmal im Kreis rumlaufen. Kommen wir zu meinem persönlichen Highlight, dem Infinity Pool. Bei dem Infinity Pool, wie der Name schon sagt, wirkt das echt unendlich. Also wenn man da drin schwimmt, hat man das Gefühl, man kann direkt durch die Aussicht in das Meer weiter reinschwimmen. Ich bin heute Nacht da reingesprungen und man hat die ganzen Lichter von der Stadt da unten gesehen. Also es war wie so ein Glühwürmchenmeer. Man hat auch hier 6 Liegestühle. Da können wir uns regelmäßig UV-Strahlen tanken gehen. Da ist auch nochmal so eine kleine Chill-Out-Lounge. Die nutzen wir bis jetzt noch gar nicht. Aber wenn man halt lieber Schatten als Sonne hat, dann kann man sich auch da schön reinflatschen und vielleicht mal einen Morgenkaffee trinken. Wir haben hier auch nochmal eine Chill-Ecke. Dann haben wir aber noch ein paar andere Highlights dabei. Und zwar eine Outdoor-Dusche. Und direkt daneben haben wir die Cocktail- und Barbecue-Bar. Dieses Lichtkonzept, das geht von innen nach draußen weiter. Also das ist wirklich so ein offenes Wohnkonzept. Mal so eine Outdoor-Ess-Area mit Kerzen hier rechts und links. Also für die Romantiker ist auf jeden Fall auch alles dabei. Wir haben auch noch eine zweite Etage. Und zwar da oben, wo wir lauter Balkone haben. Die obere Etage ist wirklich so, als hätte da jeder nochmal so eine eigene Wohnung. Mit Badezimmer, mit Schlafzimmer, mit Balkon. Da ist die Aussicht noch mal ein Stückchen krasser. Komm mit. Keep it a buck, I don't. Always been one up on all of these. They be trying to front for all of these. Hier haben wir unsere Spielecke. Da kauern wir uns abends immer zusammen und spielen diesen Mensch ärgerlich. Was? Wir gehen direkt zum zweiten Schlafzimmer. Und das ist hier vom Konzept eigentlich ziemlich ähnlich wie das untere. Dann haben wir hier unser privates Badezimmer. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen anders. Wir haben nämlich hier diese Naturkomponente wieder dabei. Also wir haben Massivholz als Dusche. Das ist eigentlich schon wieder so eine eigene Kabine für sich. Das ist jetzt mein Badezimmer, wenn ich mich style oder morgens frisch mache. Also duschen tue ich in einem anderen Zimmer. Ich bin gestern so heftig einfach gegen das Fliegennetz hier gelaufen. Das muss man nämlich extra nochmal zurückschieben. Und dann haben wir hier wieder eine richtig schöne Sitzgelegenheit. Also man kann sich hier mit einem Morgenkaffee hinflatschen, den Ottos da unten beim Poolbaden zuschauen und einfach die Aussicht genießen. Es ist richtig schön, dass wir auch so nah am Meer sind, weil dadurch, dass wir jetzt nicht wirklich Hindernisse zwischen dem Meer und uns haben, kriegen wir richtig viel Meeresluft ab. Also es riecht richtig salzig und erfrischend. Dann kommen wir jetzt zu meinem Schlafzimmer. Das ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem klein, fein, aber oho heißt es, ne? Ja. Klein, aber oho. Klein, aber oho. Genau, das sagen die Mädels bei mir auch im Moment. So. Oh, du Quer. Wir haben wieder das Badezimmer. Sehr, sehr schön, aber halt identisch wie das andere. Und wir haben diesmal einen Balkon mit einer größeren Aussicht. Also diesmal 180 Grad. Hier kann man wirklich links, rechts, geradeaus, oben, runter schauen. Richtig, richtig nice. Ich rauf zwar nicht, aber wie gesagt, für einen Kaffee setze ich mich super, super gern hier raus. Wenn ich mal irgendwie ein bisschen Mut zusammengesammelt habe, dann kann man hier vielleicht sogar mal in den Pool reinspringen. Das könnt ihr alles auf Instagram sehen. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann tut das. Es lohnt sich wirklich. Raphael Neuger zusammengeschrieben heiße ich da. Dann gehen wir aber mal von diesem Highlight direkt zum nächsten. Jetzt kann man nämlich zum Schlafzimmer von meinem Bruder und seiner Freundin. Erstmal Props an die zwei, dass sie so schön aufgeräumt haben für mich. Wir haben hier wieder unsere Aussicht auf den Pool, also genauso wie quasi das erste Schlafzimmer hier oben. Das Badezimmer ist auch wieder exakt dasselbe. Wir haben auch in jedem Schlafzimmer einen eigenen Fernseher. Der ist, glaube ich, 45 Zoll, also kann man auf jeden Fall auch mal eine Runde Videos drauf anschauen.
Das ist noch ein schönes Schlussbild hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wir haben auch noch einen Keller, also nicht, dass ihr euch wundert, da geht's runter. Aber da ist noch nicht so viel interessantes Zeug. Da ist einfach ein leerer Raum und ein Schrank. Und ich glaube, das erspare ich euch jetzt mal. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Villa sagt. Wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch auch sehr gerne die anderen Villen verlinken, die ich die letzten Jahre hatte. Da habe ich auch Roomtouren gedreht, die super cool geworden sind. Sonst würde ich sagen, wünsche euch nur das Beste. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch auf YouTube nichts mehr. Auf Instagram habt ihr mir natürlich jetzt schon gefolgt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns selber schon wieder im nächsten Video. Haut rein, genießt euer Leben und ich springe jetzt in den Pool. Ciao!